Weiter geht's mit den Arena-Rematches. Der nächste ist Marinus. Willkommen, ich bin es wieder, Wellenbrecher Marinus. Das Assassin hier besiegt, sie mit der Kraft einer Riesenwelle weggerissen. Doch genau dieser Riesenwelle werde ich jetzt wie ein Wellenbrecher Einhalt gebieten. Also los, gib alles! Marinus haben wir auch ganz kurz gesehen in der Afterstory. So, und nun sehen wir erneut. Aber diesmal in einem Kampf. Um zu sehen, ob ich jetzt irgendwas ausrichten kann gegen meine Pflanz-Pokémon. Und warum ist Quaxo so riesig? Ich habe immer gedacht, dass Quaxo kleiner ist als Quapuzzi. Oder ist er einfach nur in diesem Spiel größer? Weil ich weiß, dass hier in WDSP die Größen von Pokémon nicht unbedingt akkurat sind und so. Das wissen wir alle mittlerweile. Oh, Abgesang. Oh, ich bin tot. Was Abgesang macht, ist, wenn es jetzt in den nächsten drei paar Runden stirbt, dann sterbe ich mit. Und da das One-Hitten sollte... Oh ne, tut's nicht. Oh. Trotzdem, ich glaube, wenn ich... Ja, steht bei 3. Entweder es war so, dass ich nach 3 Runden sterbe, oder dass ich innerhalb von 3 Stunden sterbe. 3 Runden, nicht Stunden, Runden sterbe. Ich bin gerade überlegen, wie rum es war, aber wir werden es jetzt einfach erfahren. Wir werden jetzt einfach erfahren, wie rum es war. Ob ich jetzt sterbe oder noch nicht. Ja, ich vergesse es manchmal. Dum, do, 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 dum. Und sterbe ich? Nee, dann war das doch. Oh. Ich sterbe aber in 2 Runden. Oh. Das geht immer noch weiter, da abgesang. Okay. Zeta King. Wasser Drache. Weiß aber nicht, was das für eine Fähigkeit das hat. Es könnte Schwebe haben, aber ich glaube nicht. Und oh Gott, ey. Ja, das Ding ist, ich lasse meinen Shelterer jetzt einfach down gehen wegen Abgesang. Was ich sowieso nicht ist, am Leben zu halten, wenn Abgesang noch zählt oder kommt es nicht mehr. Ich habe jetzt noch nicht einen Text gesehen mit Abgesang. Doch, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Na gut, ja, jetzt werde ich sowieso down gehen. Wen setze ich als nächstes ein? Das ist jetzt schwierig. Ich würde aber sogar sagen Tails. Einfach damit er mir nicht so viel Damage macht, aber ich mit Biss noch einigermaßen Damage machen kann. Plus Biss kann ja manchmal zurückschrecken. Außerdem ist er sowieso nicht mehr. Oh, okay. Nevermind. Erholung. Er schläft ein, ist aber dafür wieder komplett geheilt. Das macht Erholung. Vor allem bei Pokémon gut, die eine Beere haben, wodurch die mit der Beere wieder aufwachen. Ja. Oder allgemein, es gibt ja auch manche Pokémon, die haben eine Fähigkeit, wodurch sie dann direkt wieder aufwachen. Zum Beispiel, ich glaube Kangama hat zum Beispiel so eine Fähigkeit, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich meine schon. Das war ein schöner Crit. Bitte nochmal. War sehr schöner Crit. Und denkt dran, er hat immer noch eine Top-Genesung. Ich weiß nicht, ob er es bei seinem Zetra King benutzen wird oder bei seinem noch stärkeren Pokémon, weil ich weiß, dass er noch krassere Pokémon bei sich hat. Und, das wird knapp zu überleben. Ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Oh, okay. Kommt nicht mal dazu. Besser ist. Nam. So, Zetra King ist auch schon mal weg. 2 von 6, oder? Ich meine schon. Mhm. Ein bisschen heilen. Das hat aufzuregen. Und besser ist, dass. Echt stark. Kapaloris! Wasserpflanze! Tatsächlich, Wasserpflanze. Ja, es ist zwar keine gute Idee, überhaupt nicht, aber. Ich setze trotzdem mal Tricky ein. Ich bin aber noch am Überlegen, ob ich es angreife oder ob ich mich heile. Ich schätze, ich greife es mal an. Ich schätze, ich. Oh. Ja, Delegator. Ich habe vergessen, wie Delegator funktionierte. Kannst du jetzt trotzdem Damage machen? Nee, ich kill damit nur das Delegator, wie ich. Okay. Mhm. Und jetzt bin ich down. Ich war mir überlegen zu heilen, aber dann dachte ich mir, hä, Delegator? Wie, wo, was? Ja, das Delegator hat mich jetzt total verwirrt. Mhm.
Okay, wisst ihr was? Ich versuche Schnurgast, weil Flug sollte trotzdem noch gut effektiv sein. Ich bin mir sehr sicher, dass es die Pflanze ist. Deshalb sollte es sehr effektiv sein. Ja. War es auch. Perfekt. Naja, ich verliere KP wegen meinem Lebenorb. Und er hat eine Sindelbeere oder eine Zitrobeere. Zitrobeere hat er. Das überlebe ich, glaube ich, nicht. Hydro-Pump ist zu stark. Doch. Der du, man hört schon Feuer. Ja, das habe ich überlebt. Aber du überlebst meinen Aeroas nicht. Haja. Oh yeah. Kann sein, dass ich jetzt trotzdem down gehe wegen dem Lebenorb, aber immerhin ist Kapaloris down. Oh, ganz knapp überlebt. Gut gemacht, Schmurgas. Okay. Garados. Oh. Ich glaube, ihr wisst alle noch, was Garados ist, ne? Wasserflug. Wasserflug. Eieiei, das ist überhaupt nicht schön. Ich versuche es jetzt mit Scorpio zu vergiften. Das ist jetzt mein Plan. Oh, das ist nicht optimal. Hör auf damit. Was macht der da? Drachentanz? Oh, Angriff und Initiative. Sehr böse, sehr, sehr böse. Aber er ist vergiftet. Das ist ein großer Vorteil. Ein wirklich großer Vorteil. Aber ihr seht schon, Level 70. Ich meine, die Trainer vorher waren irgendwie 60, irgendwas mit 60 noch, aber er ist jetzt schon Level 70. Ja, komm, Giftstreich. Ich versuch's einfach mal. Ich denke nicht, dass ich sofort heilen sollte. Ich glaube, ich kann es noch ver... Ich habe nicht gewusst, dass Gara das Erdbeben erlernen kann. Das wusste ich nicht. Das ist echt mies. Das ist echt, echt mies. Okay. Tails, ich hoffe, du überlebst den Hit. Weil ich belebe jetzt, auch wenn es nicht das Klugste ist, ich überlebe jetzt meinen Tank. So. Chelterra wird belebt, weil... Ah ja, war klar. Ja, war klar. Mies. Vielleicht heile ich nochmal eine Runde. Also ich packe Chelterra rein und dann heile ich ihn nochmal und gucke erstmal, was er einsetzt. Ob er mich one-hitten kann, wenn ich auf full bin oder... Oder nicht. Ne? Zack, das sollte mich fast voll machen. Hab ich recht? Ja, fast voll. So, es sind sehr dankbar. Das ist eine. Ja, was? Was? Na, Schweif? Warum hat er so viel Damage? Okay, wisst ihr was? Er wird gleich seine Top-Genesung einsetzen. Ich bin mir da sehr sicher. Er wird. Oh, ich hab verloren. Ich sehe es gerade. Ich hab verloren. Garados ist viel zu stark. Das Einzige, was ich noch versuchen kann, ist mit Scorpio heilen und gleich nochmal ein Toxin reinzudrücken, weil... Oh, danke! Danke, Chelterra! Oh mein Gott, es liebt mich! Ich lasse es jetzt. Warte! Wenn ich mich mit einer Top-Genesung heile, dann kann er mich nicht killen. Plus er stirbt wegen Vergiftung oder er heilt sich. Und wir heilen uns gerade beide in der Runde. Nee, er lässt sich umbringen. Was ist das für ein Plan? Er hat seinen Garados geopfert, um mir Damage zu machen. Was ist sein Plan? Was ist sein letztes Pokémon nochmal gewesen? Ich hab's vergessen. Alabis. Oh, ich hab vergessen, welches es war. War das das Elektroviech? Ja, es war das Elektroviech. Wasserelektro. Ich heil mal nicht, sondern... Pack einen Gigasauger rein. Oh, oh mein Gott, danke, dass du mich liebst, Chelterra. Er wollte mich gerade einfrieren oder sogar one-hitten. Ah, ein Hit. Ist ein Hit reicht, oder? Nee, warte, wird jetzt, ja, ja. Der wird jetzt definitiv seine Top-Genesung einsetzen. Also, ich würde sagen, ich versuche es jetzt nochmal mit Gigasauger, denn er heilt sich. Was?
Zum einen, ich habe mega viel Glück, dadurch, dass mich Shelterer liebt. Und zum anderen, er hat sich nicht geheilt. Hat er sich schon mal geheilt? Und ich bin einfach dumm und hab's nicht gecheckt. Oder warum setzt das nicht... Was? Okay. Interessanter Kampf. Achso, er hat noch ein Pokémon. Ich hoffe, wir sind hier durch. Nö, Boyanier noch. Wer hätte gedacht, dass du mich derart ins Schleudern bringen würdest? Er hat noch ein Boyanier. Pures Wasser-Pokémon. Aber wir haben ja selber eins im Team und wir wissen, wie stark es sein kann. Deshalb... Diesmal rettet mich die Liebe nicht. Doch! Doch! Genau das tut sie! Die Liebe rettet mich! So viel dazu. Da ich jetzt sowieso down gehe, benutze ich die Runde, um irgendwen zu heilen. Ich meine, es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Also Boyanin ist auf jeden Fall sein letztes Pokémon. Und das killt mich nicht, One-Hit. Das ist viel zu stark. Das ist viel zu stark und ich sterbe jetzt wieder. Warum verliert er die ganze Zeit KP? Macht er sich stärker oder so dadurch? Ich will mit Scorpio versuchen, ein Toxin reinzudrücken. Weil ich habe jetzt sowieso mit Chelterra. Das ist einfach so. So, ich versuche jetzt mit Toxin ihn zu vergiften. Genau. Und falls dann Scorpio One-Hit sein sollte, ist das nicht so schlimm. Ich fang an. Oh mein Gott, Scorpio, du tankst das! Oh mein Gott, Scorpio! Guter Junge! Bam! Oh mein Gott! Hey, jetzt kann ich mich die ganze Zeit gegenheilen und warten, bis seine Vergiftung ihn umbringt. Oder halt auch seinen Rückstoß oder was auch immer er die ganze Zeit nimmt. Das ist kein Rückstoß, das ist irgendein Item, was er hat, was ihn stärker macht. Das ist definitiv irgendein Item, was ihn stärker macht. Sowas wie Lebenorb oder so. So, eigentlich haben wir jetzt gewonnen. Noch besser sogar, dann kann ich gleich angreifen. Und das noch schneller beenden. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Oder heilt er sich jetzt nochmal? Ich bin gerade echt verwirrt wegen der Top-Genesung, Leute. Vielleicht spart er sich's noch auf, aber er ist jetzt down. Ja, er ist jetzt down. Okay. Keine Ahnung. Den Kampf aber knapp noch gewonnen. Das war es wirklich sehr, sehr schwer hier zu gewinnen. Aber mit der Liebe von Shelterra konnten wir es doch noch schaffen. Leider kriegt er sein Level-Up nicht auf Level 80. Aber beim nächsten Kampf hundertprozentig. Und das war Marinus. Was? Warum müssen wir gerade jetzt die Pumpe ausgehen? Tja, das Ergebnis ist klarer als Quellwasser. Aber es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu kämpfen. Ich habe hier einen Sticker für dich, der so heiß ist wie unser Kampf. Es ist ein Kältesticker, da ist nichts heiß dran. Unser Kampf wird natürlich weitergehen, wie ein reißender Strom. Naja, wenn du das so sagst. Machen wir uns auf den Weg zum nächsten Arenenleiter. Habe ich gesagt, die eine mit dem Pflaster war mein Lieblingsarenenleiter? Eigentlich war es sie. Ohoho, wie ich habe gehört, als du den Champ besiegt und bist eingezogen in die Homes alle. Meine Niederlage hat mich sehr frustriert, weswegen ich habe bergauf trainiert. Du weißt sicher, was jetzt kommt, du? Ich will eine Revanche. Ja, ich mag sie. Nicht nur wegen ihrem Traummagier, sondern weil ich ihren Akzent lustig finde. Lamina. So, sie hat natürlich Geister-Pokémon. Fängt an mit einem Geistflugviech. Und ich fange mit den Tails. Warum mit Tails? Ganz einfach. Hat Biss. Und Biss ist sehr effektiv. Und wie ihr seht, macht das sehr viel Damage. Oh, was? Das hat Donnerblitz? Komm schon, das hätte ich nicht wissen können. Warum hat es eine Heißorb? Warum? Jetzt hat sich selbst gekillt. Ich hätte sowieso gekillt. Okay, keine Ahnung, warum es das macht. Komisches Viech. Aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal down. 1 von 6.
Und Level 80 für Shellterra. Juhu! Und da ist es auch schon. Ihr Traummagier. Aber weil ich fast down bin, tue ich mein anderes Pokémon rein mit einer Unlichtattacke. Und zwar mein Scorpio. Also Scorpio kann sich wirklich vor allem gegen Ende des Spiels sehr beweisen. Am Anfang, als ich ihn gefangen habe, war er noch nicht so gut. Ich habe ihn noch nicht so oft benutzt, aber... Ich glaube, das Pokémon, was ich am wenigsten benutze, ist entweder Traummagie oder Schnurrgas. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich habe halt die Opportunities nicht immer. Das ist einfach das einzige Problem. Und yay! Das war One-Shot! Nice! Und ich habe gar nicht mal so viel Damage genommen. Dreimal Level-Ups hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zwerfinst. Das ist die letzte Entwicklung. Ja, das Gruselige an Zwerfinst ist, sein Mund ist am Bauch. Oder sein Gesicht ist eher so am Bauch. Oben hat er zwar auch ein Auge, aber sein Bauch hat auch so ein Auge. Zwei Augen und dann Mund. Da sieht man seinen Mund. Ich glaube zwar, dass sein richtiges Auge ganz oben ist am Kopf, aber am Bauch hat er auch zwei Augen. Ich weiß nicht, ob die benutzt werden oder nur so zur Deko da sind. Zum Beispiel Arbok hat ja auch zwei Augen auf dem Bauch oder so. Aber die sind ja auch noch aufgemalt und Deko. Was, I don't know. Er nommt irgendwas. Wahrscheinlich Citrobeere, ne? Yep. Und er will mich verwirren. Aha, interessant. Er verwirrt mich. Oh, no. Ich bin verbrannt. Oh, nein. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Aber ich fange an, oder? Ja, aber bitte greif nicht selbst an. Bitte, bitte. Ja! Yes! Ich bin down! Warum mache ich weniger Damage? Oh, ich bin down. Warum habe ich so wenig Damage gerade gemacht? Hä? Okay, sehr mies. Sehr mies. Mies, 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 mies. Bom, bam, bom, baum. Tails würde ich halt gerne erstmal heilen. Ist das Ding. Schnurrgas ist gar nicht mal so schlecht bei dieser Arena, weil Geister-Pokémon können mit ihren Geisterattacken keine Normal-Pokémon angreifen. Aber ich habe nur Body Slam als Normal-Attacke und der Rest sollte funktionieren. Okay, Geist gegen Geist. Könnte ich mal ausprobieren. Top-Genesung setzt sie jetzt schon ein. Okay, gut. Dann habe ich später nicht mehr. Lieber früher als später. Dann nervt es nämlich später nicht. Weil. Ja. Das war sehr effektiv. Denn Geist ist gegen Geist effektiv. Also Schnurrgas ist gar nicht mal so schlecht hier. Plus wegen meinem Leben mache ich mehr Damage. Also reiner! Bam! Und Schnurrgas fängt eigentlich so gut wie immer an. Also Schnurrgas ist echt schon ein gutes Teammitglied. Auch wenn es nicht stark ist. Sondern einfach nur fast as frick. Und das sieht süß aus, oder? Eine süße, fette Katze. Süße, süße, fette Katze. Rein da. Bam! Zwölfens schon mal down. Das Ding kann nämlich echt Probleme machen. Aber es hat nur einen Viech gekillt und mehr nicht. Das ist gut. Leider genau das, was die Level braucht. Aber okay, dann gebe ich halt einfach gleich mal ein paar Sonderbonbons. Ja, Verbrennung ist weg. Wegen der Liebe. Danke. Banette. Es sollte pur Geist sein. Aber man sollte Banette definitiv nicht unterschätzen. Nur weil es so klein ist. Es ist klein, aber fein. Und hat starke Attacken. Und, ja. Mega Banette ist sehr, sehr cool. Aber das gibt es hier leider nicht. Oder was heißt leider? Ist eigentlich für uns. Du bist down. Ciao. Wie bist du dann? Okay. Schnurrgas macht einen richtig guten Job hier. Meine kleine Misskette. Okay. Was hat sie noch? Ich weiß es wirklich nicht mehr, was sie noch hat. Hat einen Gengar auf jeden Fall noch. Eisgeist. Ups. Wir setzen auf jeden Fall Tricky ein, das ist das Klügste. Ein Eis-Pokémon kann man schön einheizen. Das ist ihr vorletztes Pokémon, danach hat sie noch Gengar auf jeden Fall. Aber ich frage mich wirklich, warum sie ihr Traummagie, was der soweit ich weiß, ist Signature-Pokémon, ist als
zweites schon rausgesendet hat. Oh, Focus Gurt hat's. Oder eine Fähigkeit. Nee, Focus Gurt. Mhm. Oh, ich kann Feuersturm nicht mal einsetzen. Aber das ist nicht schlimm, ich setze einfach Flammenwurf ein. Oh, Abgangsbund. In ein paar Runden geht Tricky down. Aber wenn ich rausswitche, glaube ich, zählt das dann nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Oder sterbe ich jetzt instant? Ich verstehe Abgangsbund nicht immer. Es funktioniert irgendwie immer anders, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht verwechsel ich da eine andere Attacke. Nee, nee, ich sterbe instant. Nee, das war genauso, wie ich es dachte. Naja, aber vorhin war das doch anders. Ich bin verwirrt. Aber es ist nicht so schlimm. Geistlein gegen Geistlein. Was hast du vor? Non? Mein letztes Pokémon? Ja, ein Gengar. Wie ich es predicted habe. Und das ist anscheinend die Signature-Pokémon. Ich dachte, das wäre Trommel. Naja, vielleicht hat es sich ja irgendwie geändert. Sie fängt an. Ich bin down. Gengar ist richtig stark. Oh, Trommel hat es überlebt. Jetzt rauf da! Mit dem Spukball! Ja! Bam! One Hit! Und deshalb hat man einen Traummagier in seinem Team. Oh yeah! Good job an alle! Das war Lamina! Bravo! C'est magnifique! Das kann kein Französisch, immer noch nicht. Das war wunderbar! Oho, ich bin selbst überrascht, wie stark ich geworden bin. Oder bin geworden. Aber du bist noch viel stärker geworden, oh la la. Du bist wirklich formidabel. Voila, ich gebe dir meinen Sticker. Ein düster Sticker. Die nächste Mal gewinne ich. Komm gern wieder vorbei. Au revoir. Au revoir. So, und jetzt muss man den ganzen Weg, den ich ja wieder mit Matheaufgaben gegangen bin, muss man jetzt wieder zurückrennen. Ist das nicht nervig? Deshalb gibt es auch in Platin, weiß ich, da gibt es eigentlich diese Teleporter, die einen sofort wieder zurückbringen. Aber ne, hier muss man den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Warum auch immer. Und ich bin ein bisschen am Überlegen, ob wir noch Zeit haben. Entweder die Folge geht hier jetzt zu Ende und es ist eine kurze Folge. Oder wir machen jetzt noch eine Arena-Leiter. Alter, wie viele Türen gibt es denn hier bitte? Hallo. Ja, wir werden sehen. Es bleiben nur noch drei übrig. Hier sind wir wieder in Fleetburg und hier in Fleetburg müssen wir leider auch in der Arena wieder den ganzen Weg finden. Ich verstehe das wirklich nicht, warum die das hier nicht wie Platin gemacht haben, dass es Teleporter gibt. Weil jetzt muss ich wieder ganzes Labyrinth machen. Und da sind wir auch schon. So, aber ich muss erstmal gucken, mit wem ich kämpfe. Ich hoffe, es ist keine schlechte Idee, Tricky reinzutun, aber ich habe jetzt Tricky auf ersten Platz. Ah, hallo. Veit hat mir schon von deinem Erfolg erzählt. Du wurdest in die Ruhmeshalle aufgenommen. Kein Wunder, dass mein Sohn und ich uns mit dir so schwer getan haben. Aber diesmal leiste ich mir keine noch so kleine Unaufmerksamkeit. Ich war dir gegenüber nur zu weich. Also los, komm, Michael. Er will noch einen Kampf. Na gut, so wie jeder andere, aber geben wir ihm den doch. Er hat Stahl-Pokémon. Deshalb habe ich Tricky nach vorne getan, weil ich denke, selbst wenn er ein paar Gestein-Pokémon reintut, dann kann ich ja eben switchen. Und ich dachte mir schon, er fängt mit dem Stahl-Pokémon an. Es ist, glaube ich, Stahlflug. Aber dennoch Stahl. Und damit gehst du down. Ciao. Pow. Nur Level 69. Oh, Focus Gurt. Warum haben die... Ah, nee, Robust halt. Oh. Na gut. Ah, Tarnsteine. Oh, ernsthaft? Er macht genau den. Okay, dann mach du den mal. Wodurch heilt er sich? Überreste. Okay, er ist vorbereitet auf jeden Fall. Okay, wie alle. Aber er wirkt auf mich schon richtig. Richtig, bereit, sag ich mal. Immer noch nicht gekillt. Hä, seine Über... Warte, Robustheit zählt immer noch? Weil er sich voll geheilt hat mit deiner Top-Genese? Übrigens geil, dass er direkt Top-Genese eingesetzt hat. Jetzt hat er es nämlich nicht mehr. Und es hatte keine Probleme haben, sein Team wegzusweepen. Gotta sweep, sweep, sweep. Oh nein, jetzt habe ich vergessen, meine Scorpio zu leveln. Oh, das ist jetzt blöd. Na, ein andermal. Das habe ich jetzt wirklich vergessen. Das tut mir natürlich leid. Stolos!
Die Weiterentwicklung, oh. Ja, von kleinem Stol Junior und Stolrak. Haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Pokémon. Also, ich mochte Stol Junior schon immer und die Weiterentwicklung auch, aber das Ding ist echt das Warten wert. Für ein kleines Stol Junior. Aber es ist Typ Stahl und kann nichts. Ciao. Empoleon, Wasserstahl. Ja. Starter gegen Starter, würde ich sagen, oder? Würde Sinn machen. Also um was. Haben wir überhaupt jemals einen Empoleon gesehen? Doch haben wir auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall schon mal einen Empoleon gesehen. Er hat Beben sehr effektiv. Bam, but bam, der ist down. Du, 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 du. Mhm. Schön. Level 80 Traumagil. Und Schnurrbart auch ein Level up. Alright. Es läuft wie am Schnürchen. Stalos, die Weiterentwicklung von Onix. Es ist kein Gestein-Pokémon mehr, es ist nur noch purer Stahl. Also ein Gesteins-Pokémon entwickelt sich zu einem purer Stahl-Pokémon. Aber auch nur durch Item und durch Tauschen. Also sehr nervig, Stalos überhaupt zu bekommen. Und lohnt es sich? Warum ist es so klein? Es ist verdammt klein. Nein. Also, vielleicht. Es kommt aufs Spiel an, würde ich sagen. Aber bei ihm hat es sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ciao, wie. Ich glaube, das packe ich noch in die gleiche Folge rein. Das geht sehr schnell hier rüber. Magnezone, Elektrostahl. Das Lustige ist, in Gen 1 war Magnetilo und Magneton nur Elektro, da es den Stahltypen erst seit Gen 2 gibt. Und deshalb war es in Gen 1 ein Elektro-Pokémon. Das heißt, Feuerattacken waren normal effektiv. Nur so ein kleiner Funfact. Weil der Kampf ja sowieso viel zu einfach ist für mich hier. Hä? Ein zweites Top-Genesung? Was? Der hat ein zweites Top-Genesung? Davon wusste ich nichts. Also, das wusste ich wirklich nicht, dass er zwei hat. Haben die anderen das dann später auch? Oh nein. Anscheinend haben die ab hier zwei Top-Genesungen. Okay, da muss ich auf jeden Fall richtig aufpassen, weil das kann echt böse enden. Voltarus! Gesteinstahl. Ich bin mir sehr sicher, dass es Gesteinstahl ist. Aber wisst ihr was? Komm, Tricky, du schaffst das. Huch, jetzt wird's eng. Ja, sein letztes Pokémon. Finde ich sehr lustig, dass sein Sohn das eine Fossil-Pokémon hat und er hat das andere. Das finde ich sehr lustig. Fußtritt! Hiya! Okay, ich habe nicht so viel Damage gemacht, wie ich gehofft habe. Aber immerhin Initiative gesunken. Mit wem kämpfe ich denn jetzt? Das macht sogar noch einfacher! Weil ich meinte, es müsste trotzdem noch sehr effektiv sein, oder? Ja, natürlich! Ja, Mann! Hydro-Pumpe! Pow! Damit haben wir auch dieses Stream. Warum? Das war ja gar nichts. The hell? Das war ja rein gar nichts! Nochmal Brüller, ups, sorry, falscher Gegner. Gegen wen willst du dann kämpfen? Mein Chelterra. Ein Vierbeiner gegen ein Vierbeiner. Wir sind schon ziemlich ähnlich, du und ich. Noch ist nichts entschieden. Stahl wird schließlich auch mit jedem Hammerschlag stärker. Aha. Doch, alles entschieden. Erdbeben, ciao. Jetzt haben wir wirklich gewonnen. Und beim nächsten Mal machen wir dann den Rest. Jetzt fehlen nur noch zwei. Dududum. Das war Adam. Er konnte nichts. Hoho, das war ein toller Kampf. Meine zusätzlichen Trainingseinheiten auf der Eiseninsel haben offensichtlich nicht ausgereicht. Tja, da macht sich der Altersunterschied eben doch bemerkbar. Hier hast du den Sticker, den ich für gewöhnlich benutze. Erstmal nichts Besonderes, aber ich hoffe, er gefällt dir. Ein Feldsticker? Hä, warum das denn? Wenn ich dich sehe, erscheinen vor meinem geistigen Auge all die Trainingseinheiten, die ich Tag ein, Tag aus mit meinen geliebten Pokémon absolviert habe. Komm jederzeit wieder! Okay. Dann wisst ihr Bescheid. Nächste Folge machen wir dann den Rest der Arena weiter.
Und auch noch ein bisschen mehr, weil ich denke, dass wir sehr schnell mit denen fertig sein werden. Guck mal, in dieser Arena gibt es aber einen Shortcut. Ich werde es nicht verstehen.